Moin Leute, ich war gestern bei meinem Geflügellieferanten und habe mir da Broiler geholt. Und da gab das so eine Braunbroiler, die heißen hier Retrobroiler. Ja, scheint wohl so eine Mischung aus Nackthalshuhn zu sein und ja, Mastbroiler, gehe ich mal jetzt davon aus. Die normalen Broiler, die ihr jetzt hier seht, die sind jetzt, glaube ich, 3 Wochen sind die alt und die braunen sind jetzt 4,5 Wochen. Ja, und da dachte ich mir, das können wir ja mal so einen Vergleich machen hier. Wer wie alt ist und wer wie schwer denn ist, damit man das mal über einen längeren Zeitraum dokumentiert. Das sieht ja wahrscheinlich andere Leute auch. Weil ich kenne die braunen Broiler jetzt auch noch nicht. Und das interessiert mich auf jeden Fall auch mal, wie die so sind. So, wir werden das jetzt mal hier wiegen. Da werden wir uns mal die größten und die kleinsten von jeweils den Broilern raussuchen und die mal auf die Waage setzen. So. Wir haben jetzt hier jeweils die größten rausgesucht von beiden Rassen und die werden wir jetzt mal wiegen. Jetzt fangen wir mit dem an hier, mit dem Retro-Broiler. Wie gesagt, der ist jetzt 4,5 Wochen alt und wiegt, na sagen wir mal 800 Gramm. Ne? Für 4,5 Wochen 800 Gramm halten wir mal so fest. So, jetzt nehmen wir den anderen, den Standard-Broiler. Mal sehen, wie der sich macht. Ja, 660 Gramm. So, das schreiben wir mal auf, das behalten wir im Auge. Und dann wollen wir mal sehen, wer von denen denn ja, im Endeffekt schwerer ist und wie die sich entwickeln. Wir nehmen mal noch die anderen beiden. So, vom Auge her gesehen sind das hier die kleinsten von ihren Rassen. Das werden wir jetzt erstmal, wir fangen mit dem hier mal an, wie viel der wiegt. 580 Gramm hat der. Und dann gucken wir bei dem mal, was der hat. Ja, 560. 560 Gramm hat der. Ja, ich habe die hier mal markiert. Ich muss nachher auf jeden Fall eine größere Ringe holen. Die haben auf jeden Fall schon ziemlich große Beine für ihr Alter. Und was man auf jeden Fall als erstes sieht, dass die für ihr Alter riesen Füße haben. Also dicke Beine. So dass sowohl der weiße als auch der braune. Das ist, so finde ich jetzt. Der andere, das zeigen wir nachher nochmal. Wir bringen die jetzt gleich raus und dann zeigen wir den anderen nachher nochmal. Der hat auf jeden Fall von den Retro-Broilern noch dickere Beine. Das fällt auf jeden Fall als erstes auf. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mit meinem Küken vergleiche, mit meinen Zemanen-Küken, das hat auf jeden Fall, das ist schon älter, aber hat nicht so dicke Beine. Das sieht man auf jeden Fall, dass da in den braunen Mast-Broiler mit drin ist. So, wir bringen die jetzt mal raus und dann melden wir uns zurück. So, ich habe hier nochmal als Vergleich meinen Zemani-Mischling daneben, um die Beine nochmal zu zeigen. Hier bei dem braunen Retro-Broiler sieht man, also sehe ich auf jeden Fall, dass da Mastenti mit drin ist, so dick wie die Beine sind, das mit 4,5 Wochen. Mein Zemani-Mischling ist jetzt 7 Wochen alt und hat halb so dicke Beine. Na, also das wird da auf jeden Fall schon mit drin sein. Ja, so, die lassen wir jetzt mal los. Die chillen jetzt hier draußen ein bisschen und genießen ein bisschen ihre Freiheit. Und ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Und Leute, vergesst das Abonnieren nicht. Betätigt die Glocke, ihr wisst Bescheid.